Yo Ladies, herzlich willkommen zum nächsten Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist Sonntagmorgen, meine Freunde. Also für euch. Und wir sind in der nächsten Episode. Wir gehen ans Limit. Wir gehen schräg. Wir gehen ans Limit 4.0 und heute habe ich mir den guten alten Fumari Blueberry Muffin genommen, ja. Jetzt denkt der ein oder andere sich, Bruder, hier kosten doch 100 Gramm 17,90 Euro. Ja, Digga, hier kosten 100 Gramm 17,90 Euro. Der ist aber gefühlt schon 3 Jahre alt. Also, den habe ich schon ultra lange. Den habe ich mir damals gekauft, nie geraucht, weil ich mir dachte, Bruder, dazu muss mal ein ganz entspanntes Köpfchen geraucht werden, dass es jetzt für so ein Experiment weggeht. Ja gut, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber okay. Ja, Blueberry Muffin ist immer noch von Fumari, meiner Meinung nach, aktuell der beste Blueberry Muffin, den es auf den Markt gibt. Und wer hier heute frisch eingeschaltet hat, der kriegt erstmal ein kleines Pörnchen. Mit was wird geraucht, wie wird geraucht, Bruder? Hier ist wirklich Hardcore. Somo Funnel, 3 Tom Coco, Hexagon Kohlen. Wir gehen kurz ins Pörnchen rein, Freunde, und dann rauchen wir hier an. Und dann bin ich gespannt, ob Fumari Blueberry Muffin das Ganze hier aushält, weil das ist wirklich Hardcore-Hitze. Wenn er das übersteht, gibt es auf jeden Fall Props. Vielleicht ist es der Erste, der komplett einknickt. Ich bin gespannt, Freunde. Wir gehen jetzt in den Porn rein. Mucke kommt schon, wir müssen los. Let's go. Ich bin gespannt, was Fumari drauf hat. Also Fumari ist bekannt, dass er die Hitze verträgt und dass er raucht wie die absolute Hulle. Ja. Ob er diese Hardcore-Hitze auch verträgt, das checken wir jetzt mal aus. Erster Zug, Freunde. Ich habe noch nicht vorher einen Genusszug gemacht. Vielleicht ist auch schon näher mal nichts alles verbrannt. Es knistert auf jeden Fall nichts. Da scheint der Kopfbau so weit gut zu sein, dass es nicht überkocht, die Molasse oder so. Ja. Wir schauen mal. Let's go. Bruder, für den ersten Zug ist es gar nicht mal schlecht. Und ich werde zurückversetzt 5 Jahre, als ich das erste Mal Blueberry Muffin von Fumari geraucht habe. Oh, Digga, Mann. Diese Produktion, ich weiß nicht, von wann die ist, 2015, 2016, ist immer noch verdammt gut, Mann. Ja, also die ersten 1-2 Züge hält auf jeden Fall sehr gut durch. Ich merke noch nichts. Das ist irgendwie schon kratzt oder so. Ja, wie gesagt, die Kohlen, die liegen schon 2, 3, 4 Minütchen da oben und erhitzen den Tabak schon und den Kopf natürlich auch. So, jetzt fängt es langsam ein bisschen an zu brodeln da oben. Ich weiß es nicht, ob ihr das hört. Wenn ein bisschen Hintergrundmusik läuft, dann hört man immer relativ wenig. Noch ist er gut. Und geschmacklich ist er, ja, damit der Zeit auf jeden Fall nachgelassen, muss ich ja sagen. Er ist aber immer noch lecker, sodass du sagst, das ist was anderes. So, ja, das ist jetzt kein normaler deutscher Tabak. Kommt auch aus den Staaten drüben. Aber vom Grundtabak her und von den Flavors her, da hat es Fumari auch noch drauf. Ja. Immer noch, hier steht, wo habe ich das gelesen, Quality Tobacco since 1997, Bruder. Da war ich 6 Jahre. Hätte ich den damals schon probiert? Ja, Leute, was ich hier auf jeden Fall sagen kann, rauchtechnisch sehr, sehr gut. Die Kohlen sind komplett zusammengeschoben. Ich werde mal noch ein paar Zügchen machen. Und dann melde ich mich, sobald er am Limit ist. Weil wir wollen ja hier ans Limit gehen. Ja, wir wollen hier ans Limit gehen. Nebelmaschinen ist auf jeden Fall am Start. Ja. Ganz normaler Tag, Freunde. Bis gleich. So, willkommen zurück, Freunde. Langsam geht mir das Ganze hier minimal in den Kopf, muss ich sagen. Diese Hardcore-Hitze ist schon sehr, sehr männlich. Also, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr dieses Setup so mit den Hexagon schon mal probiert habt. Ich kann euch sagen, wer da eine Stunde durchpelzen kann, der kriegt auf jeden Fall von mir einen Daumen nach oben und ist, ja,
schon ein männlicher Raucher, möchte ich sagen. Wir schauen mal hier zum Abschluss, was er macht. Ich werde jetzt mal hier drüben hinpusten. Puh, Bruder, auf geht's. Rauchentwicklung ist safe, okay. Die komplette Bude steht hier schon wieder. Wenn ihr seht, Alter. Kompletter Rechner ist hier zugenebelt. Läuft. Freunde, wenn ihr mich wieder sehen könnt, schreibt mir in die Kommentare, welchen Tabak ich als nächstes testen soll. Ich würde das so ungefähr im 2 Wochen Abstand hier so halten, dass so 1 bis 2 Mal im Monat so ein Beginners Limit Tabak kommt. Bisher sind wir eigentlich gut am Start. Ja? Jeder hat das soweit ausgehalten, außer der AF, der hat so ein bisschen rumgeschwächelt. Bin mal gespannt, schreibt mal ein bisschen was rein. Den ein oder anderen Tabak habe ich hier noch am Start, den wir mal testen werden. Auf die Hardcore-Hitze. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Einschalten, Freunde. Lasst dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, falls ihr noch nicht getan habt. Und letzter Zug auf euch. Wir verschwinden dann in der Nebelwand. Oder ich verschwinde in der Nebelwand. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns nächste Woche. Haut rein, euer Schmidti. Peace.